Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder zu einem neuen Video von mir eingeschaltet habt. Ja, heute habe ich im Prinzip zwei Videos in einem kombiniert. Und zwar wollte ich zum einen mal mit einer meiner neuen Paletten, die ihr im Cosmetic for Less Haul gesehen habt, spielen. Und zwar mit der I Heart Chocolate Palette. Und andererseits wollte ich mal ein Make-up schminken, das ich machen würde, wenn ich den ganzen Tag meine Brille trage, was ja nicht so oft vorkommt. Was ich aber in letzter Zeit versuche zu tun, einfach weil meine Augen in letzter Zeit relativ schnell müde werden. Und damit die nicht hinter der Brille verschwinden, muss das Make-up in meinem Fall dann schon etwas stärker sein. Stärker ist vielleicht für euch nicht viel, für mich schon, weil ich ja normalerweise sehr dezente Make-ups trage. Und ja, wenn euch interessiert, was ich da so hinter der Brille verberge, dann bleibt einfach weiter dran und schaut euch das Video an. Ja, ich habe schon mal angefangen und die Grundierung und die Augenbrauen soweit drauf und auch die Lidschattenbase, wie immer die Too Faced Shadow Insurance. Das Ding wird nach wie vor einfach nicht leer. Und ja, dann fange ich mal an mit meiner Blendefarbe, das ist die Wet n Wild Brûlé. Da habe ich jetzt auch schon ein paar Mal mit gespielt und ich finde sie sehr schön. Gerade als Blendefarbe für meine Haut sehr schön. Ist zwar ein Ticken heller, wie man sehen kann, aber sie funktioniert sehr gut. Und ich wollte ja auch Sachen, zumindest mal für die Augen heute benutzen, die in dem Haul drin waren. Und mir da mal einen Look überlegen. Die Paletten sind ja ziemlich vielseitig. Also ich habe die Palette schon einmal jetzt benutzt und damit aber andere Farben geschminkt. Und heute möchte ich halt mal was anderes ausprobieren. So, Blendefarbe ist drauf und dann geht es auch schon los mit der Palette. Habe ich eigentlich gesagt, welche ich nehme heute? Das ist die I Heart Chocolate von I Love Makeup. Und ja, wie immer, Spiegel hier unten. Und ich gucke auch immer wieder aufs Display, um zu gucken, ob die Kamera noch an ist. Das ist nochmal die Palette. Sehr, sehr schöne Farben und ihr seht, ich habe auch ein paar schon so rumgewischt. Die habe ich jetzt nicht unbedingt benutzt, aber geswatcht, damit ich die Pigmentierung auch schön sehe. Und ja, dann geht's mal los, wa? Okay, ich sag euch dann einfach die Namen dazu und blende die Palette vielleicht am Ende ein, dass ihr seht, welche ich benutzt habe. Da muss ich das nicht jedes Mal hier in die Kamera halten. Und ich möchte heute was machen, was zu meinem Pulli passt, hier mit dem silbernen und bronzefarbenen Nieten. Und dann nehme ich als erstes mal die Akzent- und Crease-Farbe. Da gehe ich heute ein bisschen glitzerig. Und zwar ist das die Farbe Piece Me Together. Das ist dieses, ja, sieht schon ein bisschen aus wie Altgold. Und nehme so einen Pinsel und gehe dann mal hier in die Lidfalte. Und ins äußere Drittel. Und ich mache heute mal mein Augen-Make-up ein bisschen dunkler, weil ich in letzter Zeit öfter wieder meine Brille trage. Und da kann ich ruhig ein bisschen mehr machen. Ich habe eine geringe Minusstärke an der Brille, für alle, die sich fragen. Das heißt, ich bin leicht kurzsichtig. Oha, da haben wir gerade das Knie eingehauen. Und da kann man dann ja ein bisschen dunkler gehen mit dem Augen-Make-up. Das sieht in der Kamera natürlich wie immer wieder nicht so dunkel aus wie in Natura. Aber mit dem Smoky Eye möchte ich eigentlich auch jetzt nicht draußen rumrennen, weil ich fahre nachher noch mit meinem Mann kurz weg. Lustigerweise zum Optiker. Vielleicht lasse ich meine Brille da auch nochmal neu einstellen, weil die mich in letzter Zeit drückt hinter den Ohren, was sie sonst nie gemacht hat. Und ich glaube, das artet jetzt schon wieder eine Quasselrunde aus.
Wobei ich eigentlich gar keine Quasselrunde heute machen möchte. Aber stumm wie ein Fisch hier vor der Kamera sitzen will ich eigentlich auch nicht. Mal gucken, wie ich es dann nenne. Get ready with me oder Quasselrunde, je nachdem, wie viel ich gleich noch quatsch. Und für alle, die meine Videos vielleicht noch nicht gesehen haben, ich mache hier keine Tutorials, sondern zeige euch nur, wie ich mich tagtäglich schminke. Also bitte das nicht als Anleitung betrachten. Aber die, die das nicht mögen, geben sowieso immer gleich einen Daumen runter, ohne das Video geguckt zu haben. Insofern ist es wurscht. Die, die mir gerne zugucken, wissen das. Okay, dann nehme ich gerade den Pinsel, den ich auch gerade für die... Nee, der ist zu dick. Brauche einen kleineren. Dann nehme ich hier den Essence und nehme eine etwas abgeschwächtere Farbe. Die soll aber das Lid quasi grundieren. Und dann nehme ich die direkt daneben ist. Die heißt One More Piece. Und die geht dann hier hin. Das ist mehr so ein rötliches Braun dann auf dem Auge. Oh, das wird dunkel. Kann ich schon fast auf Party gehen, ne? Und das mitten in der Woche. Beziehungsweise, naja, nicht mitten in der Woche. Aber es ist auch kein Wochenende gerade. Dann nehme ich aber gleich den Pinsel nochmal. Moment, da ist noch nicht genug. Ja, den Pinsel dann gleich nochmal und gehe dann mit einer etwas güldeneren Farbe drauf und die heißt Chocolate Love. Und pack die hier mittig hin. Fällt kaum auf, aber hat eben den Glitzer. Und mir ist das auch ehrlich gesagt inzwischen völlig wurscht, ob man in meinem Alter noch Glitzer tragen kann oder nicht. Oder tagsüber oder nicht. Wem es nicht gefällt, der muss ja nicht gucken. Oder mich angucken. Gut, und dann nehme ich noch eine etwas hellere Farbe zum Augeninnenwinkel hin. Die heißt dann More, Ausrufezeichen. Ich sage jetzt einfach nebenher auch immer die Namen von den Lidschatten, damit ich es hinterher beim Schneiden auch weiß und euch das in der Palette dann entsprechend einblenden kann. So. Okay, dann brauche ich einen Blendepinsel. Dann nehme ich hier von Sigma den und fange dann mal an, das hier so ein bisschen in leichten kreisenden Bewegungen zu verblenden. Und ich gehe dann noch mal ganz leicht auch über die Farben an sich rüber, damit die Übergänge ein bisschen verblendet sind und das mehr so ein Einheits-, ja, nicht Einheits-, sag mal, dass es ineinander übergeht. Sagen wir es mal so. So, dann gibt es noch eine Highlight-Farbe unter der Braue. Das ist dann die große You Need Love, also das in dem großen Fännchen.
Und dann brauche ich noch was unterm Auge, habe ich den Eindruck, damit das ein bisschen ausbalanciert ist. Da nehme ich dann so einen geraden Pinsel, aber ich brauche einen fester gebundenen. Und dann nehme ich den, den ich sonst auch manchmal für die Augenbrauen benutze. Hier so ein Engelt, das ist jetzt einer von Elf wieder. Und damit gehe ich, ja, Glitzer will ich nicht, da nehme ich ein dunkles Braun. Das ist die Farbe Stolen Chocolate. Gehe da quasi bis zur Hälfte. Das macht schon viel aus und die ist wahnsinnig pigmentiert. So, und als kleinen Kontrast nehme ich noch die Farbe Unforgivable und die packe ich mir noch hier hinten rein. Das ist so ein ja, glitzeriger, etwas glitzeriger Lila-Ton. Graulila, würde ich sagen. Das mache ich jetzt einfach mal. Das nimmt dann quasi auch wieder so ein bisschen die Farbe von meinem Pullover auf, auch wenn der dunkelblau ist. Das kann man so eh nicht mehr wirklich erkennen. Ein sehr schön dunkles Augen-Make-up, zumindest mal für meine Begriffe. Ich glaube, das war jetzt gerade unscharf, oder? Werde ich nachher sehen. Okay, dann war es das mit der Palette. Und dann nehme ich einen Eyeliner von P2, den Impressive Gel Kajal in Dramatic Brown. Das sind ja im Prinzip momentan auf jeden Fall meine liebsten Eyeliner, wenn ich überhaupt welche benutze. Ich habe zwar nur 2 Stück davon, aber die nehme ich lieber als die ganzen anderen, die ich habe. Okay. Sorry, wenn ich immer zuerst ins Display gucke, ich muss einfach nur gucken, ob die Kamera noch läuft, nachdem die ja leider öfter Aussetzer hat. So, dann kommt Mascara, die mache ich mal eben off-camera drauf. Ihr wisst ja, ich brauche da immer ein paar Schichten und das dauert. Und dann sehen wir uns danach gleich wieder für den Rest des Gesichts. So, die Mascara ist drauf und dann kommt der Rest vom Gesicht und da kommt dann zuerst mal mein Bronzer. Da nehme ich heute mal wieder den W7 Honolulu und mache nur ganz leicht ein bisschen Farbe ums Gesicht. Frisch gewaschene Pinsel riechen immer so lecker. So, reicht schon. Bin ja eh eine Blassnase zu braun. Sieht dann auch wieder nicht richtig aus. Dann kommt Blush. Da habe ich mal einen ausgekramt, den ich
eigentlich sehr, sehr selten benutze. Und das ist von LA Girl die Farbe Natural. Sieht jetzt hier sehr blass aus, kommt aber bei mir wirklich richtig braun rüber. Oder bräunlich, so rostfarben. Werdet ihr gleich sehen, denke ich mal. Seht ihr das? Also das täuscht. Da braucht man wirklich eine ganz leichte Hand für. Ich tippe auch nur mal kurz so an und das reicht schon. Soll auch nicht zu viel werden. Das Hauptaugenmerk soll ja auf den Augen liegen. Zumindest bei mir. Ich mache eigentlich meistens Augen. Oder ab und zu mal Lippen, aber eigentlich meistens Augen. Auch wenn es bei mir immer dezent ist. Aber bei mir ist auch schon ein dezentes Augen-Make-up sehr wirkungsvoll. Schon alleine die Mascara, weil ich ja sehr helle Wimpern habe, die macht viel. So, noch einmal hier die Konturen. Übergänge verwischen. Okay, das sieht aus, das kenne ich gerade von einem Spaziergang. Dann Lip Liner, P2 Perfect Look Lip Liner. Ich habe jedes Mal Probleme, wenn ich das aussprechen soll. In 010 Nude. Kann sein, dass sich jetzt die Lichtverhältnisse ändern, weil gerade die Sonne rauskommt. Ich hoffe mal nicht, weil in einem meiner letzten Videos war die Begrüßung und das Ende total blau und zwischendrin alles viel zu gelb. Und das kann ich mit meinem Bearbeitungsprogramm nicht mehr rausholen. Das ist dann halt leider so. Noch ein bisschen die Lippen ausfüllen, dass der Lippenstift dann auch hält. Und als Lippenstift nehme ich den Trended Up Ultra Matt in der 010. Dass die denen keinen Namen gegeben haben, verstehe ich nicht. Eigentlich sollte doch bekannt sein, dass wir Benutzerinnen gerne schicke Namen zu den Produkten haben. Aber vielleicht kommt es ja irgendwann noch. So, also die Lippe ist relativ neutral. Und das ist dann eigentlich schon das Augen-Make-up. Ich zeige es euch nochmal so. In der Hoffnung, dass ihr da was erkennen könnt. Und dann zeige ich das mal, wie ich es eigentlich gedenke, heute zu tragen mit der Brille. Stört euch nicht an meinem Ansatz. Ich muss wieder Haare nachfärben, Ansatz nachfärben. Aber ich versuche das ja immer möglichst lange rauszuzögern. Und dann kommt die Brille. Und das sieht dann so aus. Ich glaube, die nächste Brille, die ich mir kaufe, ist ein bisschen kleiner, oder? Also das wäre mein bebrilltes Make-up. Denke mal, da hätte ich auch noch mehr machen können. Das ist in der Brille eigentlich relativ dezent. Beziehungsweise hinter der Brille. Jo, gut. Also so werde ich dann heute rumlaufen. Zumindest mal den Großteil des Tages. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich wie immer über eure Kommentare und euer Feedback. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und wir sehen uns wieder in meinem nächsten Video. Tschüss!